Ein wundervoll schönes, liebes, herzliches Hallo an euch alle. Ihr seid alle zauberhaft. Ihr seid wirklich so wundervoll und vielen, vielen, vielen Dank immer. Und ich sage es jeden Tag, weil es mir sehr, sehr viel bedeutet, dass es euch gibt und für eure Kommentare. Wirklich, also so wunderschön und so lieb. Es ist wirklich für mich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ihr seid ein sehr großes Geschenk für mich. So, und jetzt bin ich natürlich die Vorbereitung, aber okay. Ja, wir haben Verlosung heute auf jeden Fall auch wieder. Und wir haben heute das achte Türchen, das wir öffnen. Und ich lege das jetzt nochmal zur Seite. Jetzt muss ich euch noch zeigen. Ich muss es euch zeigen, weil ich das so schön finde. Da haben wir natürlich wieder einen, ups, da sind wir, einen Gutschein. Räucherstäbchen. Der Duft ist wirklich absolut traumhaft schön. Schön, ja, gut. Das ist toll. Dann was zum Naschen. Und dann hier, ich finde die so toll. Das ist Räucherstäbchenhalter. Und ich finde die so wunderschön gemacht. Jetzt hole ich hier alles raus und dann bekomme ich es nicht mehr rein. Also ich finde es so traumhaft schön, diesen Räucherstäbchenhalter. Und hier kann man es in die Öffnung eben dann reinstecken. Es sind verschiedene Größen auch mit dabei. Also es ist wirklich absolut toll, ne? Also ich habe den selber auch. Und vor allem auch zum Reinigen. Man kann es auch runternehmen. Also es ist einfach nur prima klasse. Man kann es auch einfach nur als Deko nehmen. Schön ist er auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe ihn selbst auch. Er steht nur gerade nicht in meiner Reichweite, sonst hätte ich euch gezeigt. So, okay, dann packen wir das wieder weg. Boah, jetzt hätte ich doch fast den Lostopf runtergedonnert. So, also ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid richtig gut drauf. Ihr hattet einen tollen Tag bisher gehabt. Und wenn nicht, dann macht euch jetzt den Tag noch wunderschön. Na, mit ganz vielen tollen Gefühlen. Ich weiß, es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr einfach. Und gerade jetzt auch diese triste Zeit, diese Jahreszeit, gut, die Ablenkung durch Weihnachten, die ganze Hektik auch, wird man dann mit in diesen Sog mit reingezogen. Aber trotz alledem. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir vielleicht mal einen, ja, einen Livestream machen. Ich überlege. Ich überlege. Aber wenn ihr auch Vorschläge habt, was ich euch auch immer zwischendurch mit sage, ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne Vorschläge, auch von Legungen hier fürs Kollektiv, könnt ihr mir auch sehr gerne Vorschläge machen, schreiben. Und ich danke euch auch für euer Verständnis, mit den Nachrichten über WhatsApp. Also bitte immer mal, dass ihr euch da auch so in Erinnerung einfach holt. Es ist nicht böse gemeint. Es ist wirklich nicht böse gemeint und ich mache das nicht mit Absicht, dass ich da so spät antworte. Es ist nur momentan wieder sehr, 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 sehr viel los. Und ja, also wie gesagt, es ist ganz, ganz lieb, dass ihr es auch so macht, dass ihr mir, wenn ihr eine Anfrage habt oder ne, eine Buchung möchtet oder irgendwas, dass ihr einfach dann immer ein Emoji wieder hochschickt. Das heißt nicht, dass ich da jetzt hier arrogant bin und sage, pff, und die werden schon alle kommen. Nein, es ist wirklich so, es rutscht dann immer weiter runter und ich meine es wirklich nicht böse. Ich möchte wirklich auch jedem dann auch da gerecht werden und antworten. Und sowas liegt mir wirklich fern, dass ich nicht antworte. Aber momentan habe ich leider ein bisschen Zeitverzögerung dabei. Also kann es da auch mal passieren, dass eine Nachricht recht spät abends dann kommt. Und ich danke euch wirklich von Herzen für euer Verständnis. So, jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, naja, jetzt macht doch mal, was ist denn jetzt hier die Frage? Ja, ich habe mir überlegt, wir machen jetzt heute mal, du bist hier, du liegst hier, du stehst hier und dich habe ich rausgelegt. Einfach mal in der Liebe im Allgemeinen. In der Liebe. Was darf dich erwarten? Was kommt auf dich zu? Es ist was recht Neutrales und da werden wir sehen. Geht es um den Wunschpartner? Um was geht es hier genau? Es sind immer wieder Überraschungspakete. Na? Aber da schauen wir jetzt mal. Und ja, wie gesagt, auch Single, also Single-Partner, Wunschpartner, hier ist alles inbegriffen in diesem Bereich. Ne? Also da allgemein Liebe, Liebe-Beziehung. Die Liebe-Beziehung, ja. Die Liebe, was Beziehung, was feste Partnerschaften betrifft. Und da schauen wir jetzt mal. Und ich würde sagen, let's go. So, was darf dich in der Liebe erwarten? Dann sind wir doch mal gespannt. Ja, ich habe hier sehr viel Familiäres. Ich habe hier auch ich habe sehr stark hier, wenn man es so sieht, in deiner Hauptenergie,
So ein Stück weit, dass du vielleicht nicht mehr richtig dran glaubst, dass hier sich was vertieft, dass was in die Tiefe geht. Es sind auch Ängste. Ängste, ja, was die Liebe im Allgemeinen betrifft, was Verbindungen betrifft, dass hier Bewegung reinkommt. Das ist dein Thema. Das ist wirklich dein Thema. Und du siehst es hier an anderen auch, dann passt alles. Und ja, da machst du dir auch dein, da bist du auch diese für dich selbst diese Enttäuschung. Du möchtest auch. Und ja, vielleicht auch das Thema für dich, dass du, was du von außen siehst, was du gesagt bekommst. Hier Eltern auf jeden Fall, Eltern oder Familie. Wir nehmen es mal ganz grob, Familie. Was ja auch mit der Vergangenheit zu tun hat, dass du da auch immer wieder so ein Stück weit auch siehst, naja, ja, hier Paare, also es ist, ich sage es ganz ehrlich, es ist ein ganz großes Thema. Du siehst andere und denkst dir, diese Traurigkeit, du möchtest es auch, dieses in Arm genommen werden, dieses fallen lassen können und einfach diese Wärme und dieses einen Menschen an deiner Seite. Und da sind auch diese Ängste, dass es vielleicht auch schon, dass du vielleicht auch schon länger Single bist oder schon länger deinen Wunschpartner hast. Und da tut sich nicht wirklich was. Und da geht es hier ganz stark auf jeden Fall um die Liebe, um die Freundschaft und dieses Sinnliche. Und wenn wir jetzt weitergehen, schauen wir, was wir hier noch bekommen von der Tendenz, was hier auf dich warten darf. Also hier, was die Liebe betrifft, wie gesagt, ganz großes Thema. Und da ist auch so diese Zweifel. Bei dem einen oder anderen, vielleicht, dass es ja auch schon eine Trennung gegeben hat, dass ihr schon mal zusammen gewesen seid. Also der Ex oder die Ex, ihr wisst ja, Kollektivlegung kann nicht für jeden zutreffen und die Personenkarten sind geschlechterneutral. So, dann schauen wir hier nochmal, dass wir noch was dazu bekommen zur Klärung. Von der Tendenz. Das schaut ja schon mal richtig gut aus von der Tendenz, was wir hier sehen. Und ich würde sagen, wir haben es. Na, dann nehmen wir auch die Unterseite des Decks mit dazu. Die passt nämlich hier perfekt noch mit rein. Also hier, wie gesagt. Du bist gerade oder kommst an diesen, oder ja, die Tendenz liegt jetzt hier, dass du an diesen Punkt kommst, wo du noch mehr in diese Zweifel reinkommst, beziehungsweise hier in dieses, ja, dieses Misstrauen, also nicht mehr dieses Vertrauen. Du siehst es von anderen und sehr stark, dass du vielleicht auch, ja, so ein bisschen Druck, dass dich dein Umfeld, ja, mach doch mal wie heißt denn Partnerportale? Partnerportale, sowas. Oder hier und schau mal den und da und dort. Und du sagst ja, boah, lass mich in Ruhe, ich will nicht. Ne? Und dann siehst du aber und du sagst, ja, ist alles okay, mir geht's super, prima, klasse. Aber auf der anderen Seite siehst du dich auch hier, beziehungsweise siehst du andere Paare in deinem Umfeld. Und ihr seid vielleicht hier zum Essen, ne? Oder trefft euch da oder auf dem Christkindlesmarkt oder sowas, also Weihnachtsmarkt. Und dann gehen die nach Hause und du gehst allein nach Hause. Und da ist so dieses gerade, diese Wärme, dieses Triste draußen, diese Kälte, dieses Dunkle, dass man da einfach diese Sehnsucht noch stärker hat. Und das sehe ich hier sehr stark bei dir. Diese, ja, dass du ein Stück weit auch nicht mehr wirklich daran glaubst, wirklich nicht mehr daran glaubst, was einen Wunschpartner betrifft. Den haben wir hier liegen. Auch in der Liebe mit deinem Partner sehe ich das auch, dass hier so ein bisschen diese Befürchtungen sind oder diese, ja, ob das nochmal richtig sich vertieft, in die Tiefe gehen kann, die Liebe gelebt wird, wenn du in einer Partnerschaft bist, weil ich sehe, dass ihr euch ein Stück weit vielleicht hier auch ein bisschen voneinander entfernt habt, wie auseinandergelebt habt. Und hier dieses, da muss man hingehen, und da ist man eingeladen, da geht man dorthin, da muss man das machen und hier diese ganzen Verpflichtungen, Verbindlichkeiten. Und da ist auch für dich dieser Bereich, puh, ja, wird sich das wieder ändern? Haben wir hier die Wende, also wird sich nochmals zum Guten, zum Positiven für die Liebe, die Entscheidung hier gehen und dass man sie wieder richtig spüren kann, ihr beide und eure Liebe leben könnt.
Da habe ich diesen Bereich. Und wie gesagt, wenn du einen Wunschpartner hast, habe ich das auch von deinem Wunschpartner. Diesen Bereich. Ja, so, da tut sich was, dann tut sich wieder nichts. Und dein Wunschpartner habe ich hier schon in dem Bereich ziemlich fokussiert auf das Außen. Auf das Außen, also da so dieses, ich sag mal, wie ein, ja, wie ein, wie soll ich denn sagen, taktlos. Ich habe dein Gegenüber hier ein bisschen taktlos. Er hat schon sehr viel Herz, aber er ist schon mehr auch auf diesem Bereich sein eigenes Wohlergehen. Er meint es nicht böse dir gegenüber, aber dieses Taktlose. Und das sind dann teilweise so ein Stück so Busch, ne? Wie so ein paar Hämmer hier irgendwie ins Gesicht immer wieder rein. Und weil dein Gegenüber nicht so der Typ ist, der dann so richtig auch drüber nachdenkt. Es ist so, ja, passt schon so, ne? Und dann bekommst du vielleicht so ein paar Brocken wieder dann zugeworfen und dann, ja, so dieses Besänftigende und dann, ja, alles wieder gut. Aber bei dir schaut das innerlich ganz anders aus. Ich habe dich ziemlich zerrissen hier. Diese Traurigkeit, die Tränen habe ich sehr stark bei dir. Und wie es in der Liebe für dich weitergeht, hier, wie gesagt, du wirst auch ein bisschen immer so ein Stück weit dieses verunsichert von außen. Vielleicht alte Verhaltensmuster, das immer wieder kommen. Und dass du da in diesem Sog immer wieder mit reingezogen wirst. Ich kann dir bei dieser Legung aber sagen, auch wenn es einen Ex betrifft und ihr habt wieder Kontakt, kann ich dir hier sagen, wie gesagt, ob es ein Ex ist, ist ein Ex wird hier angesprochen, also ein Ex-Partner, Ex-Partnerin. Und auch wenn du einen Wunschpartner hast, mit dem du noch keine Beziehung hattest. Und auch wenn du in einer Partnerschaft bist, kann ich dir hier auf diesem Weg sagen, dass hier eine Lösung auch gefunden wird. Kann auch sein, dass jemand von außen irgendwas, dass du mal was hörst, was bei dir pling macht und wie so ein Schalter auch umlegt bei dir und du sagst es deinem Gegenüber. Also irgendwas, ich kann dir jetzt nicht wirklich ein Beispiel bringen. Aber vielleicht nur, das ist das, dass du dann diesen Schalter bei dir umlegst, dass du vielleicht ein Wort dann auch mal zu ihm sagst, dieses, deinen Mund auch mal aufmachst. So, entweder oder. Sowas in der Richtung. Hopp oder top. Na? Also diesen Schalter, dass es bei dir umlegt. Oder, dass du dann da auch mal immer dieses Zurückhalten habe ich bei dir, dieses, du hältst dich immer so zurück. Na? Ja, die Verständnisvolle oder der Verständnisvolle und, und. Und dass es dann da auch, wie gesagt, durch andere, irgendein Auslöser, dieses Plötzliche habe ich hier irgendwas, macht so Klick bei dir, dass du dann auch mal hier wirklich in die Bresche springst und auch sagst, oder zum Beispiel, also du pass auf, wenn es jetzt hier eine Freundschaft zwischen euch beiden nur ist, Freundschaft kann ich nicht halten, denn es sind mehr als Freundschaftsgefühle für dich da. Und so kann die Freundschaft nicht passieren, weil meine Sehnsucht zu stark ist, immer wenn ich dich sehe, zum Beispiel die Berührung oder die Nähe haben zu wollen. Also kann ich die Freundschaft, es geht nicht mehr. Irgendwann, wenn die Liebe vielleicht vorbei ist, dass man wieder eine Freundschaft haben kann. Ne? Also wenn die Liebe abgeflacht ist. Sowas zum Beispiel. Also so diese Kombination wird mir ja auch gezeigt. Oder eben, wie gesagt, dass du sagst, du pass auf, dieses Hin und Her, da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Busch. Also ein Schalter, irgendwas wird hier bei dir einen Auslöser geben, dass du irgendwas hörst oder vielleicht auch was liest. Ne? Oder kann auch sein, dass du im Fernsehen irgendwas siehst. Also irgendeine Information wirst du bekommen, die vielleicht nichts damit zu tun hat. Aber einfach dieser Punkt wird es sein, der bei dir Batsch macht. Und dann sagst du, okay, Schnauze voll, weil du willst nämlich diesen Stillstand willst du nicht mehr. Du willst hier weiterkommen. Du bist jetzt an einem Punkt, wo du sagst, ich habe die Schnauze voll. Bei deinem Gegenüber, wenn wir jetzt hier weitergehen, was in der Liebe auf dich zukommt, was du erwarten darfst, sehe ich hier den Wandel. Wie gesagt, Lösung haben wir, ein Wort, irgendwas ist es hier, was hier einen Auslöser auch noch mitgibt. Denn ich habe hier von deinem Gegenüber sind nämlich sehr intensiv starke Gefühle in deine Richtung. Und da sehe ich auch, dass hier da was aktiviert wird bei deinem Gegenüber zwischen euch beiden in dieser Verbindung. Das aktiviert die Liebe, die Tiefe. Es vertieft sich. Es geht in die Tiefe, wir haben Wunscherfüllung. Vielleicht ist es auch so,
dass du auch mal deine Wünsche aussprichst, was du dich vielleicht die ganzen Wochen, Monate oder auch Jahre nicht getraut hast, weil du gesagt hast, okay, ich warte, ich habe Verständnis und so weiter. Dass du es auch mal aussprichst und dass das der Punkt ist, den dein, oder dass es ist, was dein Gegenüber ihn berührt, auf was er wartet. Aber ich kann dir auf jeden Fall auch sagen, von deinem Gegenüber wird was in deine Richtung kommen. Und das ist ein Liebesgeständnis von deinem Gegenüber. Und also hier dieses Familiäre, weil dein Gegenüber spürt auch bei dir, dass er angekommen ist. Er kommt einfach nur nicht aus dem Quark. Also hier ist einfach, er braucht nicht nur so einen Schubser, sondern er braucht so richtige Kaliber da irgendwie in den Hintern rein, dass er hier mal in Bewegung kommt. Und weil hier dein Gegenüber hat wirklich tiefe Gefühle, Liebe, wirkliche Liebe. Also nicht nur so eine Farce oder irgendwie so ein, ja, so eine, keine Ahnung, 2 Wochen Fliege oder sowas. Nein, hier ist wirklich diese Zufriedenheit bei dir. Und dein Gegenüber schätzt deine Treue. Und dein Gegenüber will auch die Treue dir gegenüber, die beweisen, zeigen. Und auch mit dir diese Planung, diese Zukunftsplanung, dass es weiter vorangehen kann. Das sehe ich hier sehr stark bei deinem Gegenüber. Dass er hier wirklich mal die komplett weiche Seite, zugängliche Seite zeigt. Und hier ist wirklich, also da schaut es auch für mich aus, dass dein Gegenüber ein Geschenk für dich hat. Also Geschenk, die Liebeserklärung ist definitiv ein riesengroßes Geschenk, was mit nichts in der Welt, also mit keinem Geld der Welt bezahlbar ist, ne? Aber hier dieses Geschenk einer Liebeserklärung und aber auch gut, Weihnachten bietet sich jetzt an. Also irgendwas darfst du hier erwarten von deinem Gegenüber. Sei es der Wunschpartner oder der Partner. Wenn du Single bist, mein lieber Single, dann ist das hier auch dein Bereich, dass du nicht mehr daran glaubst, was ich vorhin gesagt habe. Ihr seid auf dem Weihnachtsmarkt, mit Freunden bist du da, die gehen allein nach Hause. Na? Und du denkst dir, dein Wunsch ist so groß, hier diese Verbindung, diese Veränderung. Du bist bereit dafür. Du sagst ja zur Veränderung. Und du willst hier auch, du bist aber so ein bisschen diesem Zweifeln, ob du überhaupt nochmal sich was hier vertiefen kann für dich, ob das überhaupt nochmal jemand kommt, der dein Herz berührt. Wenn du komplett Single bist und wie gesagt niemanden im Fokus hast, da sehe ich hier deine Befürchtung. Ob du dich überhaupt wieder öffnen kannst. Weil ich hier ziemlich viel Schmerz liegen habe, was mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Und auch wenn du einen Wunschpartner hast, also hier im Allgemeinen. Hier sage ich aber auch, das ist das, was dich blockiert. Erstmal liebe dich selbst. Komm zu dir selbst, liebe dich selbst. Und nimm diese Liebe an und sei fest davon überzeugt, dass dir diese Liebe, was du aussendest, auch wieder zurückbekommst. Denn hier haben wir nämlich auch schon den Kandidaten. Ich präsentiere Herrn oder Frau sowieso, Namen kann ich leider nicht öffentlich sagen, ich weiß es nicht. Ne? Aber dieser Mensch ist auf jeden Fall da. Und diesen Menschen wirst du hier wirklich auch kennenlernen. Also hier, ja, ist jetzt schwer zu sagen, wo du ihn kennenlernst, Öffentlichkeit. Ich vermute mal eher nach dieser Legung, dass es durch andere Personen mit ist. Na? Also weil ich hier mehrere Menschen sehe. Also da sage ich mal, kann es sein, vielleicht wirklich beim Einkaufen oder beim Skifahren, Schlittschuhfahren, irgendwas, wo auf jeden Fall mehrere Menschen sind. Und, oder auch du bist mit Freunden unterwegs und ihr seid, wie gesagt, Christkindlesmarkt. Also irgendwie sowas. Ne? Oder da einfach, wo mehrere Menschen sind. Und da kann es ja sein, dir fällt irgendwas runter und der Mann und die Frau hebt es dir auf und dann bing! Dann kommen so die Funken sprühen. Also da sage ich auch wirklich, du wirst jemanden kennenlernen. Aber blockier dich nicht.
Mach dich frei. Komm in deine Leichtigkeit. Weil es wartet Wunderschönes auf dich. Und auch den Menschen, den du kennenlernen wirst, auch wenn du einen Wunschpartner hast oder einen Partner hast, kommt hier wieder richtig die Liebe ans Tageslicht. Die wird nicht mehr nach unten gedrängt, auch von deinem Partner oder Wunschpartner nicht. Die wird auch nicht mehr nach hinten, nach unten gedrängt und diese nach weggeschoben, sondern hier, sie wird gelebt. Die Liebe wird gelebt zwischen euch beiden. So, jetzt haben wir hier natürlich auch noch Tendenzen, ne? Die Klärungskarten, was heißt Tendenzen, die Klärungskarten dazu. Ich sag mal so, die Karten sprechen für sich. Also wir haben Gefühl, Glück. Hier die absolute Vollendung. Also besser gibt, kann es nicht sein. Wir haben, wenn wir jetzt mal hier anfangen, wir haben die Dankbarkeit. Du wirst dankbar dafür sein. Ich sehe dich, wie du in die Dankbarkeit für dich selbst gehst, weil du sagst, wow, ja, diesen kleinen Knoten, den ich noch hatte, habe ich jetzt gelöst. Und ich bin dankbar dafür, dass ich ihn gelöst habe. Denn jetzt bin ich offen für die Liebe. Und Liebe wird dir gezeigt, kommt dir entgegen. Auch mit deinem Wunschpartner und auch mit in deiner Partnerschaft. Hier, dieser Knoten auch zwischen euch. Spürt die Liebe, nehmt euch Zeit in einer Partnerschaft wieder füreinander. Lasst das Außen alles mal weg. Handy, Telefon, mal alles abschalten. Nur ihr beide, wenn du in einer Partnerschaft bist. Das ist ganz wichtig, denn hier wird die Liebe wieder aufleben, komplett aufblühen. Und dein Wunschpartner, genau dasselbe. Löse dich hier selbst von diesem, immer wieder, ich sehe jetzt hier in dieser Energiefrequenz, in der du dich begibst, es ist das, das haben die anderen, ich habe es nicht, weil die Traurigkeit, immer wieder Bewegung, diese Traurigkeit, diese Enttäuschung. Und da hältst du gerade ein bisschen fest. Das heißt es wirklich aufzulösen, ablösen von Altem. Das sind alte Denkverhaltensmuster. Löse dich von deiner Vergangenheit. Ist hier ein Hauptthema. Die Vergangenheit, da kannst du nichts mehr verändern. Da gibt es kein Tippex für das Buch deiner Vergangenheit, wo du da was rausstreichen kannst und neu schreiben kannst. Nein. Jetzt. Lebe jetzt. Steh auf und lebe. Liebe. Halt dich nicht an der Vergangenheit fest. Die braucht dich nicht mehr wirklich zu interessieren. Weil es gibt dir doch einfach immer nur Enttäuschung. Von deinem Energiefeld. Die Emotion. Beschäftige dich nie damit, was du nicht willst, sondern immer mit dem, was du willst. Und wenn du was willst, dann freust du dich doch drauf und hast du ganz andere Gefühle und sendest ganz andere, bist in einer ganz anderen Energiefrequenz und sendest das aus und das bekommst du dann auch. Je länger du dich hier in den Erfahrungen, was du erlebt hast, festhältst und diese Ängste auch hast, diese Befürchtung, dass es genauso wieder eintrifft, wird es auch wieder eintreffen, weil du dich ja damit beschäftigst. Na? Hier, wie gesagt, wirst du in die Dankbarkeit kommen, weil du sagst, wow, ich bin dankbar dafür, dass ich den Weg jetzt gegangen bin. Hier ist so viel, auch Freundschaften, da wirst du auch was gesagt bekommen, wie gesagt, diese Unterstützung auch bekommen. Vielleicht auch durch Freunde jemanden kennenlernen oder durch Freunde, dass du dann zufällig deinen Wunschpartner triffst. In einer Partnerschaft Freunden nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Nicht so sehr an sich, an eure Beziehung ranlassen. Weil hier, wie gesagt, eine unbeschwerte Zeit, die Zufriedenheit sehe ich bei dir. Raus aus dem Rückzug. Und die Dankbarkeit, dass du dankbar dafür bist, was du erreicht hast, dadurch, dass du hier deinen Knoten gelöst hast. Dankbarkeit auch hier, die Verbindung mit deinem Wunschpartner. Dass du, wie gesagt, hier dich daraus befreit hast. Und diesen Schritt auch gegangen bist. Weil das größte Glück mit deinem Wunschpartner, mit deinem Partner und eurer Single wartet auf dich. In einer Beziehung, in der Liebe. Das ist der richtige Weg, den du gehst. Ja, dann haben wir noch die Zugehörigkeit auf euch beide. Wie gesagt, Single, Wunschpartner, Partner. Zugehörigkeit. Ihr werdet es spüren. Ihr werdet zu dieser Erkenntnis kommen, dass ihr zusammengehört. Die beste Basis für eine gemeinsame Zukunft, euch jetzt hier
vor euch liegt. Und ihr, der Weg ist jetzt offen, dass ihr diesen gemeinsamen Weg geht. Ihr seid am Ziel. Ihr habt beide euer Zuhause gefunden. Und diese Harmonie, eine wundervoll schöne Harmonie, dieses Familiäre auch zwischen euch, dieses Miteinander, dieser Wir-Faktor, eine wunderschöne Symbiose. So, da haben wir die große Arkana. Große Arkana ist eine sehr kraftvolle Karte, kraftvolle Energie. Hier ist aber das, was dich noch blockiert. Jetzt hier auch nochmal. Deine Ängste. Deine Ängste, und das ist so, so ein bisschen überempfindlich, sehe ich dich. Dass du dich nicht traust. Aber du wirst den Durchbruch schaffen. Das ist das, wie gesagt, was dich noch blockiert. Und das ist das, was auf dich zukommen möchte. Was auf dich wartet. Und das, die Blockade. Also da ist es noch so ein bisschen dieses Dunklere bei dir, ne? Dieses, ja, diese Ängste. Aber auch hier sehe ich, dass du da rausgehst und sagst, okay, du legst das jetzt ab, denn du gehst jetzt hier aus diesem Dunklen raus und gehst in die Helligkeit rein für dich, in die Klarheit. Du wirst den Mut fassen. Du wirst den Mut fassen und diesen Schritt gehen. Und wirst auch wieder in diese, ja, in diese Zuversicht auch kommen, dass du dich traust. So, dann haben wir den Pagen der Stäbe. Page der Stäbe. Also Bube der Stäbe, Page der Stäbe. Du darfst hier wirklich auf Einladungen dich freuen. Einladungen im Allgemeinen, aber hauptsächlich, weil wir jetzt hier bei der Liebe sind, familiäre Einladungen, Familie ist ja auch Liebe. Einladung auch von deinem Partner, von deinem Wunschpartner. Auch wenn du jemanden, dass du jemanden kennenlernst, der dich auf ein Glühwein zum Beispiel einlädt, so eine Einladung. Oder, keine Ahnung, auf Bratwurst. Bratwurstbrötchen, irgendwas, mir ist nichts Besseres eingefallen. Keine Ahnung, also oder gebrannte Mandeln, irgendwas, auch Glühwein, wie gesagt, Kaffee, ne? Dass du hier, darfst du dich auf eine Einladung freuen. Du bist eingeladen. Und von deinem Wunschpartner auch, vielleicht zum Essen oder auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Solche Sachen. Vielleicht auch sogar ein Weihnachtsgeschenk, weil hier haben wir auch so ein Geschenk auf dich wartet. A, eine Liebeserklärung, ne? Aber hier auch noch was Materielles. Vielleicht ist es ja auch ein Wochenendtrip. Ein Wochenendtrip oder ein Tagesausflug. Oder ein ganz, ganz tolles Restaurant. Oder, was weiß ich, eine Indoorbahn oder was es alles Mögliche gibt. Freu dich. Es wartet auf dich. Und also hier ist auch, ja, die Gelegenheit. Hier wird es dir wundervolle Gelegenheiten geben und du wirst hier auch mutmachende Unterstützung bekommen. Kann jetzt hier wirklich auch von Freunden, Bekannten sein, von deinem Umfeld. Und wie gesagt, hier wirst du irgendwas hören oder auch dankbar dafür bist, diesen Schalter, den es da bei dir umlegt, ne? Dieses Jetzt, wo du dich nie getraut hast. Weil hier geht es raus aus der Starre, aus der Verzögerung. Und hier geht es wirklich in den Neuanfang. Hier wartet der Neuanfang. Neuanfang heißt eine Beziehung. Neuanfang, dich selbst zu lieben. Dieses neue Anfangen. Diesen neuen Weg, den du für dich gehst. Und der neue Weg ist eine wundervolle Basis. Weil hier wird die Wunscherfüllung am Ziel angekommen sein. Wird hier gezeigt. In einer Beziehung. Es wird einen gemeinsamen Weg gehen. Dann haben wir nochmal die große Arkana und da haben wir den Wagen. Und hier, deswegen habe ich vorhin gesagt, das passt auch perfekt dazu, der Wagen, hier kommt nämlich Bewegung rein. Wir haben hier Bewegung in dreifacher Ausfertigung. Also da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass hier Bewegung reinkommt, denn wir haben den Wagen. Hier wird es nämlich vorwärts stürmen. Also hier ist auch, wenn du niemanden hast, einer neuen Liebe wirst du auch begegnen. Auch wenn du sagst, okay, mit deinem Ex hast du komplett abgeschlossen, sehe ich auch hier, dass du einer neuen Liebe begegnen wirst. Hier wird es neuen Schwung geben.
Hier wird neuer Schwung reinkommen in der Liebe. Der Optimismus, wenn du einen Wunschpartner hast und auch deinen Partner. Hier kommt absolut neuer Schwung rein und hier geht es wirklich vorwärts. Dieses Vorwärtsstürmen, dieses Schnelle. Und hier ist auch nochmal der Mut gezeigt. Plus Erfolg. Raus aus der Unsicherheit, rein in den Optimismus. Also hier, ich sag, ja, auf geht's, let's go. Na? Also hier kommt richtig Schwung rein, richtig Bewegung rein. Du bist auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, löse dieses Knötchen bitte noch bei dir. Na? Beziehungsweise, wenn du kurz davor bist, dass sich hier sowas anbahnt, dass du hier dieses dich selbst blockierst, dass du da nochmal die Kurve kriegst. Na? Also schaut sehr, sehr schön aus, ihr Lieben. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen und wir haben auf jeden Fall die Verlosung. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir hier, wen ich jetzt hier ziehen darf. Das ist immer so schwer, wenn so viele da drin sind. Ja. Oh, ich mache am besten die Augen zu, da tue ich mir leichter. So, jetzt sind da natürlich hängen da zwei drin. Ach, eine tolle Wurst. So, liebes Kind der Nacht, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Das Geschenk habe ich ja schon gezeigt. Das achte Adventstürchen. Liebes Kind der Nacht, schreib mir bitte eine E-Mail mit deiner Adresse und dann bekommst du es zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch und morgen haben wir dann das neunte Türchen, was wir öffnen. Ich freue mich wieder auf euch morgen. Ich danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr hier treuer Begleiter seid und danke für all eure lieben Nachrichten. Das stecke ich da jetzt nämlich gleich rein. So, dann kann nichts mehr schiefgehen. Okay, also vielen, vielen Dank nochmal an alle und habt jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Abend. Fühlt euch umarmt. Tschüss, ihr Lieben!